Hey, liebe Leute, ich bin mal wieder im Roddiland. Ihr wisst ja, dass Roddy und Fee nicht mehr leben. Letztes Jahr illegal getötet im März und April. Hochschwanger war Fee damals. Und dieses Jahr hat ihre Tochter Snow White, Schneewittchen, geboren 2021, vier Welpen bekommen von Wolle aus Sachsen-Anhalt, nee, aus Mecklenburg-Vorpommern, vom Wohlcool-Rudel. 2020 geboren, 3 Jahre alt. Leider ist er seit einiger Zeit nicht ganz so fit, aber wir wissen, die erholen sich immer wieder. Das haben wir über die Jahre gelernt. Auf alle Fälle ist es so ein bisschen traurig, wie sich manche Politiker äußern entgegen der Rechtslage. Die ist überhaupt noch nicht geändert, die können sie auch nicht ändern, sie können eigentlich auch gar keinen Druck aufbauen. Weil diese Rechtslage durch die höchstrichterlichen Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs, die natürlich auch für uns in Deutschland gelten, bestätigt worden sind. Also zwei in der Neuzeit, 10.10.19, ihr müsst nach besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zäunen. Und das sieht dann in etwa so aus. Unterm Tor muss natürlich, müssen auch Litzen sein, oben zum drüberklettern. So sieht es an der Seite aus. Im Moment stehen hier noch keine Pferde drauf. Hier habe ich auch ein bisschen mitgezäunt. Ich weiß gar nicht, schon 2 Jahre her oder so. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist das so einer der ersten Weiden, beziehungsweise ich war noch da drüben, haben die dann hier rüber gebaut, die dann Wolfsaweiden, Sechsfachlitze, gezäunt worden ist. Die Wölfe laufen und liefen hier vorbei, also die laufen jetzt auch vorbei, ab und zu. Ja, und das ist das, was der Europäische Gerichtshof gemeint hat. Und ihr wisst ja vielleicht, dass der Rodewaldrüde gerade im Herbst 2018, ich glaube, da hat er 38 Übergriffe hier gehabt. Das war schon heftig. Der ist jeden zweiten, dritten Tag hat er hier Hallo gesagt bei denen, die Schafe haben. Er hat auch Isländer Fohlen gerissen, Ponys gerissen und im Juni 2020 möglicherweise zwei Hannoveraner und einen dritten schwer verletzt, der später eingeschläfert worden ist. Der damalige Umweltminister hat halt keine pathologische Untersuchung vornehmen lassen. Zu der Zeit lief ein Jack the Ripper von Bremen über Nienburg bis nach Hameln runter. Das wurde so ein bisschen unter den Teppich gehalten und erst Wochen später bekannt gegeben. So ist die Politik nun mal. Was jetzt State of the Art ist neuerdings, man will Wölfe töten und selbst der niedersächsische Umweltminister Stefan Weil fängt an, Keile zwischen den Ballungsgebietbewohnern und der ländlichen Bevölkerung zu treiben in einem Facebook-Post. Ich finde, das ist ein Skandal. 80% der Deutschen leben in der Stadt. Das haben sie sich so ausgesucht. Das ist Demokratie. Na, das steht im Grundgesetz drin. Vielleicht sollten Sie mal lesen. Freizügigkeit nennt sich das. Und die Stimme von einem Städter ist genauso viel wert wie von einem auf dem Land. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Haben Sie das Demokratieverständnis ein bisschen verloren, weil die AfD so ein bisschen auf Stimmung macht? Oder was ist Ihr Beweggrund, so vorzugehen? Zu behaupten, dass es in manchen Regionen zu viele Wölfe gebe, zeigt, dass sie überhaupt nicht wissen, wie viele Wölfe wo sind. Dabei ist das doch alles bekannt und nachzulesen. Ich bin gerade bei, vor den Sommerferien bei den Kreistagssitzungen des Kreistages in Celle gewesen und 2 Tage später im Heidekreis. Es gab bei beiden Sitzungsvorlagen, wo dann auch die Anzahl der Rudel und die Anzahl der Welpen aus 22 dargestellt sind und noch vor 1,5 Jahren hat der Kreisjägermeister aus Celle behauptet, dass 9 Wolfsrudel dort seien. Jetzt sind es in jedem Fall nur noch 4. Und diese 4 haben in 22 11 Welpen bekommen. Nicht ein Rudel, sondern alle 4 zusammen. Das sind im Durchschnitt 2,75. Im Landkreis Celle waren es mal 10, jetzt sind es nur noch 6 Rudel. Davon haben aber nur 3 Nachwuchs bekommen. Da sind wir auch bei einer Quote von, ich glaube, 3 Welpen pro Rudel. Ich weiß gar nicht, was Sie da reden. Das Dumme ist,
Die Leute überprüfen es nicht, die Leute haben keine Ahnung und glauben ihnen vielleicht sogar. Oder der Spruch, es gibt immer mehr Wölfe an der Nordseeküste. Wie kommen Sie denn darauf? Das Kuxland-Rudel ist seit 2015 da, die Eltern waren 2013 da, beide sind dann illegal 2016 getötet worden. Eine Tochter ist jetzt da. Ob die jetzt aktuell Welpen hat, kann ich noch nicht mal sagen. Dann gibt es noch das Schiffdorf-Rudel bei Bremerhaven, das aber zum Landkreis Cuxhaven gehört. Und ganz oben ist, glaube ich, Nordholz heißt das oder so. Da ist eine Fähre oder ein Paar sogar, ist auch nicht ganz klar. Und dann haben wir auf der anderen Seite Richtung Ostfriesland, ja im Grenzgebiet Landkreis Friesland zu Ostfriesland, zum Landkreis Wittmund hin, im Landkreis Wittmund das Friedeburger Rudel. Und das war's. Wie viele Küstenkilometer haben wir? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. 1,1 Millionen Menschen wohnen da, das konnte ich mir gerade noch merken. Ich weiß aber, dass diese Gebiete letztendlich, der Wolf hat zwischen ja, 150 und 250 Quadratkilometer, manche 350. Ja, weil, Sie wissen das auch, in Niedersachsen gibt es 1,2 Millionen Rehe, in Deutschland 10 Millionen und 20 Millionen Wildtiere insgesamt. Die Wölfe haben Essen ohne Ende. Und es ist immer noch so, dass wir bei 1 bis 1,5% liegen an den Wölfen, die sich an Weidetieren vergreifen. Und dann guckt man in die Liste und gerade in Niedersachsen und gerade weil sie nächsten Montag in Uelzen sind, gab es im Juli 7 Übergriffe. 7 Übergriffe, 6-mal, nicht mal Mindestschutz. Und der 7. war beeinträchtigt, also auch kein Mindestschutz. Aber Sie sollten eigentlich auch wissen, dass Mindestschutz nicht wolfsabweisend ist. Das Bundesamt für Naturschutz gibt diese schöne Skriptenreihe raus. Die sollten Sie sich mal unter das Kopfkissen legen. Band 530. Da steht nämlich drin, dass man mindestens 120 zäunen sollte, besser höher. Und natürlich alles mit Strom, hoher Schlagkraft und vernünftiger Erdung versehen. Dann passiert auch nichts. Und das ist genau das, was Sie hier sehen können. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist mehr Geld bereitstellen, dass die Leute es bezahlt kriegen, wenn sie da unten mähen. Und im Idealfall, wie in Sachsen-Anhalt, wird sogar bezahlt, wie das hier aufgebaut wird. Das ist das, was Ihre Aufgabe ist. Und nicht darüber zu philosophieren, Wölfe zu töten. Denn Wölfe leben in Familien. Wenn sie da die Eltern, die arbeiten gehen, einkaufen und kochen, wegschießen, dann ist niemand da, der die Welpen verpflegt. Und die Welpen brauchen mindestens, ja, zum 8., 9., 10. Monat brauchen sie die Hilfe der Eltern. Manche auch ein bisschen länger. Das ist ganz verschieden. Das sind eben die, die früher abwandern und meinen, ich krieg das alleine hin. Das sind wie unsere 16-, 17-, 18-Jährigen, die zu Hause losgehen und sagen, Mama, Papa, ich habe die Nase von euch voll. Ich lebe jetzt mein eigenes Leben. Aber es gibt eben auch die Muttersöhnchen, die da noch ein bisschen länger bleiben. Und das ist bei den Wölfen nicht anders. Und wenn sie da einen der Eltern wegschießen, dann kommt der andere in Zugzwang. Dann geht er erst recht auf Weidetiere. Und wenn Sie das auch sich richtig informiert hätten, dann wüssten Sie, dass wir auch in Niedersachsen zwischen 80 und 90% nicht mal Mindestschutz haben. Ich habe Ihnen das gerade für den Landkreis Uelzen, der übrigens nur 3 Wolfsrudel hat, bei 1454 Quadratkilometer. Das heißt also, die Wölfe haben doppelt bis dreimal so viel Platz, wie sie eigentlich bräuchten. Dass die Übergriffe da stattfinden, liegt einfach an diesen Hobbyschäfern, die keine Lust haben, ihre Tiere zu zäunen. Die setzen auf Abschuss. Landrat Blume macht voll den Lauten und jammert rum, dass die Wölfe Schafe reißen, vergisst aber ganz zu erwähnen, dass die alle nicht geschützt waren. Alle. Herr Blume, das ist so eine Peinlichkeit gewesen, dass Sie mit so einem Video, mit so einem Selfie-Video in Facebook beim Landkreis Uelzen auf der offiziellen Seite sich darstellen und den Abschuss von Wölfen fordern. Haben Sie denn alle kein Respekt vor einem einheimischen Wildtier? Wissen Sie alle nicht, dass der Wolf wichtig ist für den ökologischen Kreislauf? Wissen Sie nicht, dass er da hilfreich ist bei dem Klimawechsel, den wir gerade haben, dass Mischwälder schneller wachsen können, weil die Wölfe die
das Schalenwild auf ein niedriges, gesundes Niveau reduziert und damit dafür sorgt, dass man keine Verbissschäden mehr hat, man braucht keine Wildschutzzäune mehr. Das spart Millionen und das spart mehr Geld, als das der Wolf uns kostet. Warum manche Hobbyhalter Geld bekommen und es nicht mal annehmen, ist mir auch ein Rätsel. Eigentlich dürften sie nach meiner persönlichen Meinung gar kein Geld kriegen. Wer sich ein Hobby nicht leisten kann, soll sich ein anderes suchen. Das ist ganz einfach, macht jeder von uns. Aber die sind auch noch so arrogant und nehmen das Geld nicht mal wahr oder nehmen es wahr, aber dann funktioniert die Erdung nicht. Da wird so viel Geld ausgegeben, da sollte das Land Leute einstellen, die das auch kontrollieren, dass die Zäune vernünftig gebaut worden sind. Ja, die Folge wird sein, dass der ein oder andere sagt, nee, da mache ich das nicht. Ja, gut. Aber wenn ich mir überlege, dass man 30.000 Euro bekommt, nur um einen neuen Seitenantrag auszufüllen, also da musste lange, da musste alte Oma lange für stricken, heißt es oder so ähnlich. Nicht? Warum sie in einem Land, das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen lebt, ich spreche schon wieder Herrn Weil an, meinen, dass man Wölfe töten muss, wo in Frankreich gerade im August 22 nach 4 Jahren eine Doktorarbeit belegt hat, auf 350 Seiten, dass das Wölfetöten nichts bringt. Aber das glauben Sie mir vielleicht nicht und lesen werden Sie sowieso nicht. Ich habe die entscheidenden Passagen in Facebook mehrfach veröffentlicht. Aber das lesen Sie sowieso nicht und Ihre Leute auch nicht. Und wenn Sie es lesen, dann drücken Sie es einfach weg. Das Entscheidende ist aber, obwohl Frankreich in den letzten 2 Jahren 170 oder 72 Wölfe geschossen hat, gibt es jedes Jahr 12.000 tote Weidetiere. 12.000. Wir haben gerade die aktuellen Zahlen für das Wolfsjahr, was waren das, 22, 23 bekommen. Danach haben wir 4.366 tote Weidetiere. Also fast ein Drittel nur, obwohl wir ein Drittel mehr Wölfe haben. Das zeigt doch ganz klar, dass das Wölfetöten nichts bringt. Gar nichts. Und wir haben so viele Beispiele, wo die Eltern weg sind und dann sind sofort wieder neue da. Das ist doch bei Ihnen da in Escher der Rheinmetall doch genauso gewesen. GW 2422F, 242F, mit 8 Würfen. 8 Würfe. Ich glaube 45 Welpen oder 48 Welpen sogar. Eine der dienstältesten deutschen Wölfinnen hat noch in ihrem 10. Lebensjahr 6 Welpen produziert. Dass die nicht mehr da ist, wissen Sie. Die ist am 31.12.21 tot aufgefunden worden. Getötet vermutlich von anderen Wölfen, von Kaninen auf alle Fälle. Auf alle Fälle gab es dann sofort wieder neue Wölfe dort, nämlich die Kinder. Die haben auch Welpen. Und es bringt nichts, gar nichts. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass die dann vielleicht weniger reißen, weil sie mittlerweile mehr wolfsabweisend zäunen, aber habe ich ja gerade erklärt. Wie kann das sein, dass 7 Übergriffe im Juli 7-mal nicht geschützt war? Wie kann sowas sein? Und bei jemandem wie dem Landrat Blume, der den Mund aufreißt und Wölfe töten will. Wie kann sowas sein? Wir müssen doch erstmal zu dem Stand kommen, dass man vernünftig zäunt. Und wenn es dann tatsächlich echte Problemwölfe gibt, dann kann man losgehen. Aber wenn man schon vorher anfängt, die Wölfe zu töten, bevor überhaupt richtig gezäunt ist, bringt es gar nichts. Außerdem gibt es mehrere Untersuchungen, unter anderem Schweden, USA, die sagen ganz klar, da wo Wolf legal geschossen wird, steigt das illegale Töten an. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und wie gesagt, wir leben in einem Rechtsstaat, der nach wissenschaftlichen Grundsätzen lebt. Warum das Politiker mal so tun, als ob das alles völlig egal ist, ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein totales Rätsel. Und dann kommen wir zu der praktischen Umsetzung. Herr Lies, der alte Umweltminister, Ihr SPD-Parteikollege, der hat 10 Abschussgenehmigungen gab es. 6-mal wurde geschossen. 6-mal sollte der Vaterrüde, das sind 78, 80 in der Schulter, gestandene Kerle, sage ich das mal so. Stattdessen wurden kleine Mädchen erschossen. Da denkt man unweigerlich an Rotkäppchen. Vielleicht wissen Sie, kennen Sie die beiden Interpretationen, die es dazu gibt. Die will ich jetzt nicht ausführen. Da frage ich mich auch. Und so eine Leute wollen Sie loslassen?
dass die dann Wölfe töten. Die sollen dann einfach die Wölfe wegballern. Was soll das bringen? Wozu? Der Wolf bringt uns so viel. Und von der mentalen Seite, Sie wissen, selbst das Landvolk hat eine Umfrage gemacht, wo sie selber die erste in der Schublade gelassen haben. Dann habe ich angefangen nachzubohren und habe gesagt, was ist los? Passt euch das Ergebnis nicht? Dann haben sie so lange rumgedoktert, bis sie endlich das veröffentlicht haben. Und 67%, Herr Weil, 67% auf dem Lande sind befürworten den Wolf. Es ist mitnichten so, wie Sie das in Ihren Statements in den letzten Tagen von sich geben. Es ist einfach nur mega peinlich, was Sie da ablassen. Und das Landvolk hat nicht die Stadtbevölkerung am Kröpke in Hannover befragt, sondern die haben die Leute auf dem Lande befragt. Also hören Sie auf damit. Sie sind ein studierter Mann. Sie sind ein Volljurist. Sie waren Staatsanwalt, Richter, Oberbürgermeister von Hannover. Und ich habe mal gedacht, Sie werden Bundeskanzler. Aber ich muss heute sagen, Gott sei Dank sind Sie es nicht geworden. Weil es ist eine Schande, wie Sie im Moment auftreten gegenüber dem Wolf. Anstatt mit gutem Vorbild voranzugehen, schüren Sie den Hass, treiben einen Keil zwischen der Stadt, Ballungsgebiet und Landbevölkerung. Schämen sollten Sie sich, Herr Weil. Schämen. Ich werde am Montag auch da sein, Herr Weil. Aber lassen Sie Ihre Bodyguards weg. Ich tue Ihnen nichts. Und mit der Bierdeckel-Geschichte, schreibt eure Frage auf den Bierdeckel. Da fühlt man sich als Demokrat, als Deutscher, als Bundesbürger verarscht. Was soll man denn auf dem Bierdeckel kritzeln? Was soll denn der Mist? Damit wollen sie doch nur umgehen, dass unbequeme Fragen gestellt werden. Es ist wirklich nur noch peinlich. Die SPD ist nur noch peinlich. Warum sie überhaupt noch regieren, ist mir echt ein Rätsel.